Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Wie junge Menschen in Österreich ticken, das zeigt eine neue Jugendstudie, die heute präsentiert wurde. Daraus ist ersichtlich, dass Österreichs Jugend zwar weltoffen ist, aber immer konservativer wird. Ein Eigenheim steht als Wunsch ganz oben. Zu heiklen politischen Themen wie etwa Migration möchte man sich auch gar nicht mehr klar äußern. Das ist ein Thema. Ein weiteres, der Staat. Der Comeback-Tour von Andreas Babler, der ja eigentlich wochenlang verschwunden war. Das Todesdrama am K2 ist eine weitere Runde, über die wir diskutieren wollen. Und der Gagenstreit innerhalb der FPÖ und die Erklärung, wer hat das eigentlich geleakt, was in den Medien über diesen Gagenstreit bekannt worden ist. Auch gehen wir der Frage nach. Wann und wie intensiv Eva Glawischnik mit FPÖ-Chef Herbert Kickl geschmust hat. Auch das ergibt's. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Sie wieder zum schrägsten Politduell Österreichs. Stefan Betzner, Ex-Heidermann und Politikberater, sowie Nico Kern, SPÖ und Insider und Unternehmer, das sind heute wieder meine Gäste. Also die Palette der Themen ist wirklich groß. Beginnen wir gleich mit der Jugendstudie. Österreichs Jugend ist nicht mehr so zum Streit bereit, wie es früher gewesen ist. Man sei konservativ und ganz oben steht das Eigenheim. Was ist los mit unserer Jugend? Naja, ich glaube, das ist ein Trend, den es jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Also auch in meiner Generation, die Millennials sind jetzt nicht mehr so rebellisch wie die Vorgängergeneration. Und ich glaube mal, dass wir uns relativ viel gefallen lassen, vor allem Österreichs Jugendliche. Und es wundert mich darum jetzt eher mäßig. Ich meine, was mich wirklich wundert, ist, dass so viele Leute angeblich, wie akkurat die Studie vom Herrn Heinzelmeier ist, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht einordnen, aber laut eben seinen Erhebungen gibt es sehr viele Leute, die aus der Stadt dann ans Land, aufs Land ziehen wollen und ein Haus haben und vielleicht ein paar Schweindel dazu. Also das wundert mich jetzt dann doch ein bisschen. Also das ist das, was mich am meisten überrascht hat. Es gibt auch andere Studien, die der vom Heinzelmeier ähnlich sind, ja, sage ich nur. Ja, die weil ungefähr zu den gleichen Ergebnissen kommen. Ja. Aber insgesamt sind die jungen Menschen heute relativ konservativ. Ja, das war aber nicht immer so. Wie bewerten Sie das, was Herr Heinzelmeier da herausgefunden hat? Positiv. Ja. Wir haben da wie bei einer Pendeluhr haben wir in der Geschichte immer Pendelausschläge. Nicht? Wir hatten die 68er Jahre. Und die folgenden daraus, wo das Pendel nach links ausgeschlagen hat und wo klar ist, dass irgendwann die Gegenbewegung kommt und die ist jetzt und jetzt schlägt das Pendel nach rechts aus. Ja? Die Linken bleiben mit ihrer Politik von Gendern über LGBT und so weiter sitzen und die Jugend wendet sich den konservativen, klassischen Themen. Zu Eigenheim wurde schon genannt. Die Themen, worum man aufpassen muss und die sie nicht so gut finden, ist LGBT, ist Migration. Ja, also sind genau die Themen, die die Rechten ansprechen. Es gibt auch zur Frage Konservative, zeigen andere Studien auch, dass die Jungen wieder auf Familie setzen. Sie wollen wieder Familie haben. Das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Wir hatten in den 2000er Jahren war so die Ich-AG, ja, also dieser Egoismus. Ja, gab es viele Bücher, die Ich-AG, jeder wollte große Karriere machen und möglichst weit die Karriereleiter rauf. Die jetzige Jugend sagt, 30 Stunden Arbeit pro Woche genügt. Life-Work-Balance ist wichtiger und sie will Familie haben. Aus welchem Grund? Weil jetzt die Generation der Kinder, die Patchwork-Kinder waren, die Scheidungskinder waren und die wissen und das am eigenen Leib erfahren haben, wie das ist als Kind, ja, wenn da eine ganze Familie auseinanderbricht, wie schwierig das ist. Und die sagen, ich will es jetzt als Elternteil besser machen.
ja, als ich es selber erlebt habe. Also ich finde das wahnsinnig spannend, das betrifft ja die Gruppe von den 16- bis 29-Jährigen. Das ist unsere Zukunft, das ist die Generation von morgen und ich finde, das wird eine sehr gute Generation. Ja, wobei man muss halt sagen, es stimmt jetzt nicht, dass die so konservativ geworden sind. Die Headline ist da natürlich auch ein bisschen verzerrt und die Jugend rückt jetzt überhaupt nicht nach rechts, wie der Herr Betzner behauptet. Das stimmt einfach nicht. Also die Jugend wählt dann eher links oder rechts. Konservativ, wie man sieht, wählt die Jugend bei uns auch nicht. Und es ist aber doch so, dass die Leute erstaunlicherweise in anderen Studien, habe ich das gelesen, einen sicheren Arbeitsplatz wollen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Generation von großen Unternehmern heranziehen. Das war sicher wieder eine SPÖ-Studie. Das war wieder eine bedenklich interne, für unser Land. Auch. Eine interne SPÖ-Studie, die Sie da zitieren. Nein, eigentlich ja. Wählerstromanalyse. Faktum ist, links ist out, rechts ist in. Ja, das ist halt kein Faktum. Das heißt, zusammengefasst ist es so. Nein, das kann man echt nicht so zusammenfassen. Und mit rechts meine ich jetzt bitte ausdrücklich nicht. Rechts, ja, das ist die liberalste Generation. Oder gar Rechtsextreme oder, wie der Herr, oder rechtsradikale Ränder, wie das der Herr Nehammer jetzt formuliert hat. Nein, rechts ist eine Politik, wie sie die FPÖ zum Beispiel betreibt. Ja, in der Studie steht natürlich, dass Selbsterhaltung auf jeden Fall an erster Stelle steht und nicht Selbstentfaltung. Also in die 68er-Bewegung, da war haltloser Individualismus. Es geht alles, alles können wir tun. Das haben die Leute nicht. An erster Stelle steht sicherer Job und Gesundheit. Wenn man das als konservativ sieht, dann ist es eben konservativ. Ja, man muss da immer schauen, Herr Wendl, in welchem in welchem Zeitraum die Umfrage auch gemacht wurde. Gesundheit steht dann ganz oben auf der Liste. Logisch, gerade die Jungen, die Schüler haben da sehr gelitten unter der Corona-Zeit mit Homeoffice und also Home-Unterricht und so weiter. Meine Schwester ist selber Gymnasialprofessorin. Das war eine furchtbare Zeit für diese Leute. Daher erkläre ich mir diesen Gesundheitsschwung nach oben. Und das zweite, und das Eigenheim und so weiter, betrifft natürlich, dass die Kids sagen und merken, ja, wenn ich nicht reich erbe, dann schaffe ich es nie, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Ja, die wollen einfach weil Sicherheit. Heute einfach nicht mehr möglich. Auch durchs Eigenheim und durch den sicheren Job. Die meisten wollen Beamten werden, wahrscheinlich. Und eben, das hat aber auch sehr viel mit der Bildung zu tun, mit unserem Bildungssystem, dass wir da einfach keine Leute heranziehen, die Unternehmer waren. Leuten, ja. Die SPÖ will Leute versorgen. Ja, das macht die FPÖ auch. Die wollen alle Beamte werden und einen gemoten Job haben. Ich glaube aber nicht nur die SPÖ, um ehrlich zu sein, Herr Betzner. Ja, wie gesagt, es geht. Die Freiheitlichen sind da individuell. Genau. Die Freiheit. Die freiheitliche Vorzeigearbeiter. Die Freiheit in den Mittelgrund. Auch in der Jobwahl. Ja. Aber interessant ist, wie gesagt, am wichtigsten ist der Erhalt der sozialen Stabilität. Das ist der eine Punkt. Bemerkenswert ist aber auch, dass viele in dieser Studie eben sagen, dass man bei bestimmten Themen in der öffentlichen Meinung und Äußerung ziemlich aufpassen muss. Da landen drei Themen ganz weit vorne. Man muss aufpassen, was man zum Thema Migration sagt, seit die Studie. Das ist das eine. Dann das andere zum Thema Asyl. Dann eben zur Homosexualität und LGBTQ. Ja, genau. Und allen voran auch, wie man sich über den Islam äußert. Ja, das ist eben ein ganz interessantes Ding, denn das bedeutet ja, dass man genau die großen Streitthemen, die wir momentan eben haben, überhaupt nicht mehr diskutieren will. Besorgt Sie das? Ja, Sie sagen, nein, für mich ist dieses Aufpassen, dass man das nicht öffentlich sagt oder zu laut sagt, weil dann die Linken gleich mit dem Knüppel kommen und sagen, du bist ein Nazi. Ne? Sondern sie halten genau diese Themen, die Rechten ansprechen, Asyl, Migration plus diese ausufernde LGBT-Verrücktheiten, das will diese Generation nicht. Ich verweise noch einmal auf den konservativen Trend. Und sie sagt zugleich, weil sie
dafür sind und weil sie die Gesellschaft kennen und auch die Medien, müssen sie besonders aufpassen, was sie sagen. Weil dann solche Leute kommen wie ihre, die dann sagen, das sind Rechte, das sind alles Nazis, das sind gesellschaftlich Abgedriftete und so weiter. Ja, die Wahrheit ist ja, die Leute haben Angst, sich zu den Themen zu äußern, weil sie Angst haben, dass der Herr Petzner dann bei ihnen im Wohnzimmer steht mit einem FPÖ-Flyer, nehme ich mal an. Aber LGBT-Verrücktheiten, sagt Stefan Petzner. Wie sehen Sie das? Ja, also man kann das auf jeden Fall alles kritisieren, nur wenn jemand halt eine Pride-Fahne auf den Boden wirft, drauf tritt, dann ist das einfach ein Arschlochverhalten. Das heißt, wenn man sich nicht so verhält, dann kann man eh alles machen. Nur das Kritik am Islam, das teile ich vollständig. Ich arbeite auch viel mit künstlicher Intelligenz und da sieht man zum Beispiel, habe ich jetzt ein Bild von Jesus erstellt, der ein Workout macht. Dasselbe habe ich mit Prophet Mohammed gemacht, ging nicht. Dann, wenn man ChatGPT fragt, den Islam zu kritisieren, weigert er sich auch. Also das ist natürlich ein Problem, dass man in dem Bereich aufpassen muss, was man sagt. Und leider Gottes, viele haben das Leben verloren, weil sie eben dann ihre Meinung gesagt haben. Und da bin ich absolut sie, bei Ihnen. Damit bestätigen Sie ja genau das, was in der Studie steht. Zur Migration und Asyl, ja, ich meine, die Nazi-Keule ist ein bisschen ausgelutscht. Da sind manche Leute zu schnell damit. Ja, also ich spiele so etwas nie, absolut nie. Aber es gibt schon viele Linke, sehr links Außenstehende, die einfach jeden so weiter, als Nazi bezeichnen. Die stehen auch draußen vor dem Stadion und protestieren gegen das Rammstein-Konzert. Die haben Rammstein als Nazis bezeichnet? Nein, aber sie haben demonstriert gegen das Stattfinden des Konzerts. Ja, eh. Zensur. Wow. Ja. Habe ich auch gesagt, finde ich nicht so toll, aber ist halt auch ihr gutes Recht. Übrigens, die Frau Blackholm hat jetzt wieder die Normalitätsdebatte angefeuert, wenn wir davon reden, und hat mehr oder weniger jeden, der jemals bei irgendeiner Demo war, als unnormal bezeichnet. Das wollte ich nur kurz anmerken, das ist der Zustand unserer Politik. Ja, aber trotzdem bleiben wir noch einmal bei dieser Studie und die Frage nochmals an Sie, Herr Petzner, haben wir jetzt eine angepasste, kuschende Jugend, die weit weg ist von dem, was die 68er-Bewegung eigentlich in unsere Gesellschaft gebracht hat, wo ja jeder sich fast für unsterblich gehalten hat, sind unsere Jugendlichen viel zu vorsichtig geworden? Die 80er-Bewegungen war in vielen Teilen eine Verirrung, eine große Verirrung. Ja, die 1968er. Diese Bewegung und was aus ihr entstanden und geworden ist, waren teilweise völlige Verirrungen. Ja, von denen gepredigte völlig freie Liberalismus ist in Wahrheit eine Wohlstandskrankheit, ja, wie einmal ein Philosoph gesagt hat. Und jetzt, die heutige Jugend, die wendet sich, Pendelbewegung, habe ich bereits gesagt, von diesem 68er Mythos, muss man mittlerweile sagen, ab, der ja gesagt hat, alles ist erlaubt. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Pflichten und jeder kann tun, was er will und sich entfalten, wie er will und so weiter. Und das hat mittlerweile auch solche extremen Formen angenommen. Ich nenne noch einmal die LGBTQ-Community, ich nenne Geschlechtsumwandlungen, ich nenne Transsexualität. Das sind mittlerweile ja Auswüchse und Verirrungen dieser 68er-Zeit, die jungen Leute einfach nicht mehr wollen. Ja, Herr Petzner hat auch kritisiert, dass es in Wien die Pride gibt, wo eben 200.000 junge Menschen halbnackt, wie er sagt, durch Wien rennen und eben die absolute sexuelle Befreiung gefeiert haben. Wie stehen Sie da dazu? Ja, also das ist natürlich ein kompletter Blödsinn und da sieht man mal wieder, dass die Freiheitliche Partei alles hasst, was auch nur im Entferntesten mit Freiheit zu tun hat. Weil wem tut man da weh? Wir sind hier in Österreich, da gibt es jetzt keine Fetischleute, die vor Kindern irgendeinen Blödsinn machen wie in den USA. Da hat das natürlich komische Auswüchse gemacht. Kinderlesungen gibt es ja von den Transsexuellen. Ich bitte Sie, das ist so eine Diskussion wie Normalität. Da gibt es vielleicht zwei ein bisschen verhaltensauffällige Drag Queens oder so. Von der Stadt Wien gefördert, von der
ist ein kompletter Blödsinn, aber es ist so ein Nicht-Thema. Nein, einfach nur. Warum redet man über das, während wir so viele andere Themen haben? Dass sie nicht drüber reden wollen. Ja, also das Ding ist auch, man sieht jetzt bei der jungen Generation, dass die weit weltoffener sind, als der Herr Betzner jetzt behauptet. Und das ist vielleicht auf der Landjugend ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber das urbane Publikum ist liberaler und weltoffener, als es jemals war. Nur das Ding ist, sie sind halt nicht kämpferisch. Das ist das Problem. Was haben Sie gegen die Leute vom Land oder die Landjugend? Also unterbrechen können Sie mich dann später. Aber es ist nun mal so, dass die nicht kämpferisch sind und alles runterschlucken, egal wie schlecht sie behandelt werden. Also die Situation ist eine Katastrophe für die jungen Leute. Die haben ja keine Ahnung mehr, die jetzt 18 sind, dann habe ich die Ehre, bekommen die jetzt noch eine Pension, müssen die selber sparen, um zu schauen, dass sie nicht Mindestpensionisten sind. Und die haben einen Reallohnverlust Jahr für Jahr für Jahr, auch dieses Jahr. Und das ist denen anscheinend wurscht, die demonstrieren nicht, sondern sind dann happy damit, dass sie die Krümel von den Älteren, von unserer Generation und der, von ihrer Generation erwähnen. Na, wurscht auch ist es ihnen nicht. Wir haben ja die Finanzierung des Eigenheims, was ein Wunsch wäre, und die Angst davor, dass das nie möglich ist, das hängt ja auch mit natürlich der ganzen Sicherheit. Aktuellen brauchen Entwicklung nicht zusammen. Stichwort Inflation, Stichwort Bankkredite, Sicherheiten, die immer höher werden, die man hinterlegen muss. Ja, Sie sehen also, da gibt es grundsätzlich unterschiedliche Standpunkte. Nico Kern denkt da fundamental anders als Stefan Betzner, was an sich logisch ist, wenn man den politischen Hintergrund betrachtet. Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen. Ein anderes ist Geld. Ja? Also Österreichs Politiker sagen, die einen verdienen zu viel. Der Bundespräsident liegt, glaube ich, bei 26.000 im Monat, der Bundeskanzler bei 22, Landeshauptleute in Wien 19.450, in Niederösterreich ebenso 19.450, wohlgemerkt monatlich, und das 14 Mal. Jetzt wird innerhalb der FPÖ darüber gestritten, soll man eine Politiker-Nulllohnrunde einführen, wie es der Kanzler verlangt hat und sich offensichtlich alle Regierungsmitglieder daran halten werden, oder nicht? Einige innerhalb der FPÖ, darunter Salzburgs Vize-Landeshauptfrau Marlene Swarczyk, die findet, nein, sie macht bei diesen Politiker-Gehaltsbashing nicht mit. Sie will sich und ihre Gage nicht schlecht reden lassen. Also den sie Berufsstand, braucht, hat sie gesagt. Oder den Berufsstand. Sie will nicht mitmachen bei Null-Lohn-Runden. Ist das der erste echt offen ausgetragene Zwist innerhalb der FPÖ, oder worum geht es da, Herr Betzner? Ja, ein Buch in Oberösterreich sagt ja ungefähr das Gleiche. Ne? Oder ja. Die machen bei diesem so, Verzicht auch nicht. Schwarze mit, ne? Und genauso, wir haben ja die oberösterreichische Landesgruppe und die Salzburger Landesgruppe. Kickl hat ja ganz klar Vorgaben gegeben, die sind meiner Meinung nach einzuhalten. Es halten alle auch ein. Die Oberösterreicher und die Salzburger nicht. Wobei man dazu sagen muss, die wollen keine volle Abgeltung von 10%, sondern 5. 4,8. Und berufen sich auf die Bürgermeister, die dann auch entsprechend weniger verdienen würden. Es ist auch so, dass Bürgermeister vor allem von Großgemeinden doch ein staatliches Einkommen haben. Ich halte es trotzdem für falsch in diesen so schwierigen Zeiten, wo viele Leute gar nicht wissen, wie sie überhaupt durchkommen sollen, so eine Gehaltserhöhung zu machen. Sowohl Bürgermeister von großen Gemeinden als auch Landeshauptleute, als auch Landeshauptmannstellvertreter, wie es jetzt die Swarczyk ist, die verdienen noch immer sehr, sehr viel im Konkret, Verhältnis und im Durchschnitt zu den anderen. Konkret verdienen sie jetzt 17.600 und noch etwas. Ja, ja. Mit der Erhöhung kommt sie auf über 18.000 brutto. Ja, man muss immer dazu die sagen, Erhöhung um 4,8% wären in ihrem Fall 840 Euro pro Monat. Wahnsinn. Ja, also daher meine ich, die Frau Swarczyk muss das ihren Wählern erklären, der Herr Heimbuchner muss das seinen Wählern erklären. Ich glaube, dass das nicht sehr, sehr gut
ankommt. Und Sie werden es auch gegenüber dem Bundesparteivorstand und dem Bundesparteipräsidium erklären müssen, wo auch alle Bundesländer vertreten sind. Die Linie vom Herbert Kickl ist richtig. Er hat die auch ausgegeben. Die Salzburger und die Oberösterreicher müssen dann ihre Konsequenzen daraus ziehen. Ich finde super, dass der Herbert Kickl sich hier nicht biegen lässt, sondern da sagt, das ist so und das bleibt so. Ja, aber das klingt schon stark danach, dass sich einige innerhalb der FPÖ vielleicht doch abspalten können. Sie waren ja ein Mitarbeiter von Jörg Haider. Sie waren sein Mediensprecher, Sie waren sein Assistent. Damals war es ja auch so, dass Susanne Ries weg wollte und noch ein paar andere. Schaut das, was jetzt passiert, aus nach einer Abspaltung? Erinnert sich der gute Stefan Betzner daran, wie es damals unter Jörg Haider und also, Susanne Ries gewesen ist? Gute Frage. Da sind ja Grasser und Susanne Ries und Westenthaler zurückgetreten. Das ist dann gegipfelt im berühmten Delegiertentreffen in Knittelfeld. Ich glaube nicht, dass jetzt, oder kann ausschließen zu 100%, dass wir vor einem Knittelfeld stehen. Es sind ja auch Chats aufgetaucht, jetzt, wo angeblich 30 Chatmitglieder sind. Wer die rausgespielt hat, ist unbekannt, aber es kommt da eine sehr, sehr interessante Meldung ist da dabei, nämlich von der stellvertretenden Klubobfrau Dagmar Belakovic-Jenewein, die unter anderem reingeschrieben hat, die Länder sollen sich einmal fragen, wer eigentlich für die großen Landtagswahlerfolge den Hauptanteil hat. Ja? Und das kenne ich aus meiner eigenen Zeit. Der Haider war das Zugpferd, ja? Der war viel in den Bundesländern, in den Wahlkampfbundesländern unterwegs. Und der war eigentlich der, der die am meisten ein Stimmenmagnet, weil er so ein charismatisches eine so Anziehungskraft hatte. Ja? Und wir wissen die Werte von Kickl auf Bundesebene, wir wissen seine Zustimmungswerte und daher war er auch bei den Salzburger Landtagswahlen ein ganz entscheidendes Zugpferd. Und da wird dem manchmal dann, da überschätzen sich dann manche Landeshauptmann-Stellvertreter und glauben, ja, sie sind jetzt die großen Superstars. Wir haben mit dem Haider oft den Schmäh gehabt. Du kannst da vorne einen Hydranten hinstellen als lauter Spitzenkandidat. Wenn der Haider dabei ist, ging man trotzdem. Ja? Also ich will jetzt niemanden als Hydranten bezeichnen. Aber es war in der Haider-Zeit so, wie es ungefähr heute bei diesen zwei Bundesländern auch ist. Also ich möchte es so. Aber nur hinzufügen, noch erklären, warten Sie noch Sekunden. Ich möchte nur hinzufügen, dass der Niederösterreich mit Udo Landbauer als Landeshauptmann Stellvertreter dann nicht mitmacht. Ja, ist interessant. Ja, also das sieht man natürlich die Lagerbildung. Also Heimbuchner hat das eine Lager, dann Udo Landbauer, der sehr angepasste, auch aus dem Kickl-Lager. Das sieht man, wenn der Herr Betzner lobt, wie das dort ist. Und ein bekannter FPÖ-Berater hat mir mal in einem Gespräch was ganz Gutes gesagt, was ich teile. Die FPÖ ist eine Führerpartei. Nur momentan ist es leider so, dass sie keinen starken Führer haben. Und Kickl hält das nicht zusammen. Und da lebt man auch in einer Traumwelt, weil man glaubt, dass Kickl für die Erfolge verantwortlich ist. Also Entschuldigung, wenn die FPÖ mit einem Hofer zum Beispiel angetreten wäre, da hätte ich Angst gehabt. Aber schauen Sie sich die Werte von Kickl an. Jeder findet, dass der ein Aushilfs-Napoleon-Diktator ist und sich auch suggeriert. Und das sieht man leider Gottes. Es ist nun mal so, auch ein Hydrant bei der FPÖ vorne würde dasselbe Ergebnis haben. Wahrscheinlich ein paar Prozent mehr als mit Kickl, weil die anderen Parteien so schwächeln. Wobei, also man muss echt sehr in der Traumwelt leben, wenn man Kickl hier folgen zu können. Wobei Wahlnachtagsbefragungen, wo die Motive abgefragt werden. Ganz genau. Werden. Ja, die Wahlmotive abgefragt, ja. Und da ist sogar Nehammer hat bessere Werte als Kickl. Landesspitzenkandidat, oft sehr, sehr weit hinten gehen. Ja. Wobei man schon eines dazu sagen muss, konstant während der gesamten Sommermonate lag Herbert Kickl und seine FPÖ bei 30%, teilweise sogar darüber. Aber naturgemäß haben Sie eine komplett andere Meinung als Herr Best. Das ist eher scherzhaft gemeint und habe dabei auch gelacht. Aber was wichtig ist, weil Sie ja sagen, das ist ja auch, kam ja auch aus Oberösterreichs Kreisen und stand in den Medien, dass gerade die Oberösterreicher sagen, warum jetzt, wo wir jetzt in den Umfragen auf Bundesebene eh so gut liegen. Da muss ich jetzt wirklich, wirklich lachen. Ja? Also
Weil wer ist für diese tollen Umfrageergebnisse auf der Bundesebene fix verantwortlich? Auch wenn sie das bei den Ländern abstreiten, fix verantwortlich ist der Herbert Kickl. Also die, die gegen ihrem Querschießen, sagen auf der anderen Seite, warum machen wir das, wo wir jetzt in die Umfragen eh so gut liegen. Dabei sind sie selber, die jetzt schießen und damit gute Umfragen in Gefahr bringen. Oder das vielleicht sogar wollen. Ja. Ich glaube nur nicht, dass sie sie durchsetzen werden. Also da habe ich eine super Analogie für Sie, die auch Sie verstehen werden. Es gibt da ja momentan diese Gespräche über Transaktivisten und Transmänner im Frauensport. Und da gibt es einen Schwimmer, der war, glaube ich, Platz 200 irgendwas im Männerschwimmen und ist jetzt auf einmal im Frauenschwimmen auf Platz 1. Liegt es daran, dass dieser Schwimmer so grandios ist? Oder liegt es daran, dass sie einfach keine Konkurrenz hat? Ja, aber ich glaube, es liegt an der schwachen Konkurrenz. Aber Herr Kern, genauso wie Herr Kickl. Ich glaube, erstens, kein auch Sie nicht, Herr Wendel, haben jetzt diese Analogie verstanden. Ich wollte gerade sagen, nicht jedes Beispiel ist ein guter Vergleich. Das muss naja, fehlende Konkurrenz. Also, fehlende Konkurrenz, das müssen wir natürlich aber erklären. Wenn Sie das nennen, das sind halt wieder die Auswüchse, die Verrückten, dass wir jetzt doch, dass wir nach dieser Geschlechtsmischung, also halb Mandel, halb Weibel, eben auch im Sport diese Probleme haben. Ne? Ja, aber dann versuchen wir zumindest hier in dieser Diskussion das klar zu trennen und hier scharfe Kante zu zeigen. Trotzdem noch einmal die Frage, kann in dieser Nulllohnrunde und in dem Widersprechen zum Herbert Kickl eine Spaltung erfolgen? Marlene Swarczyk zum Beispiel in Salzburg hat ja noch nachgelegt. Sie hat gesagt, nein, verzichten will sie nicht auf diese Inflationsabgeltung, aber sie spendet 5.000 Euro für die Flutopfer in Österreich, was ja eine weitere Spitze gegen Herbert Kickl gewesen ist. Nochmal klar so die Frage, Heim Buchner und Co., wollen die eigentlich Kickl wirklich haben? Also ich schließe da irgendwie, die Medien schreiben auch sehr viel von Streit, Gagenstreit oder so, Krise in der FPÖ, auch das Wort Spaltung fällt. Es gibt keine Krise, es gibt Differenzen, aber es gibt auch keinen Streit. Ja? Es gibt hier zwei Landesparteiableute, die andere Wege gehen, ich halte sie für falsch. Ich halte insgesamt die Diskussion insgesamt für Kickl sogar nützlich, weil bei jedem Bericht über diesen Gagenstreit muss dazu berichtet werden, die Position des Kickl. Ja, damit wird das immer wieder wiederholt, dass Kickl diese ganzen Nullrunden haben will. Ja, also seine Position wird auch immer wieder wiederholt. Und diese 5.000 Euro, gut und schön, die sehe ich aber auch ein bisschen vielleicht... ich glaube, dass da schon sehr viel Druck von der eigenen Basis gekommen ist und dass sie da versucht hat, ein bisschen Luft rauszunehmen. Also ich glaube, dass hinter dieser 5.000 Euro Spende doch auch sehr viel politische Absichten dahinter stehen. Sie haben ja selber gesagt, dass das eine weitere Spitze von ihr gewesen ist. Ne? Außerdem 10.000 Euro wird sie dann im Jahr mehr verdienen und das halt jedes Jahr, dass sie im Amt ist. Das ist halt nett, aber ich bin absolut gegen eine Nulllohnrunde. Ich bin gegen die Erhöhung um 4,8% und ganz klar gegen die Erhöhung von 10%. Und wie ich es das letzte Mal gesagt habe, die verdienen alle viel zu viel, während sie viel zu wenig arbeiten. Vor allem einige Nationalratsabgeordnete, wahrscheinlich 85% von denen verdienen zu viel. Und der Herr Betzner redet nicht darüber, dass er will, dass Nationalratsabgeordnete die volle Gehaltserhöhung bekommen, was ich wirklich schäbig finde. Jetzt in der Zeit, wo sich niemand das Leben mehr leisten kann und die Politiker für nichts tun, sind in gemachten Nestchen von uns, von unserem Steuergeld und verdienen da mehr und mehr und mehr und leisten weniger und weniger und weniger. Und das kann nicht sein. Das ist für mich ein emotionales Thema. Und ja, das reicht nicht, das gehört gekürzt um 30%. Warum bekommt der Nationalratsabgeordnete mehr als 100.000 Euro? Die bekommen 130.000 Euro im Jahr für dort drinnen sitzen im Parlament. Sie waren ja, bitte, dann diskutieren wir gerne noch einmal. Ja, aber ich habe trotzdem guten Einblick, was viele Leute tun. Der Hubert Sickinger, der Politikwissenschaftler, hat ausgerechnet, dass es auch wegen der Geldentwicklung und so weiter, der Einkommensverlust, ja, allein in den letzten Jahren, ja, weil die
die Null und Runden sind jetzt quasi schon fast gehören jedes Jahr zum Standardprogramm Politiker schon ein Viertel, ja, ein Viertel ihrer bisherigen Verdienste verloren haben. Das würde sich keine andere Branche gefallen lassen. Plus, ich habe noch einmal gesagt, wir wollen ja auch gute Leute im Parlament, wir wollen gute Leute als Minister haben, wir wollen einen guten Bundeskanzler haben und nicht so einen wie den jetzigen und auch Minister, die nichts kennen, wie die Frau Schrambröck, die jetzt noch Saudi-Arabien gegangen ist, oder der Herr Polaschek, der im Bildungsbereich auch nichts zusammenbringt und jetzt Offiziere in die Schulen schicken will. Also, ja, also rührend, aber ich habe eine ganz tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir den Stefan Betzner Fonds für verarmte Politiker starten und dann ein bisschen spenden, wenn diese armen Herrschaften nur 100.000 Euro verdienen würden? Wir lassen bis hier auf die Zahl von 100.000 Euro kommen. Das wäre mein Vorschlag, Ihnen, was Sie verdienen sollen. Ich sage Ihnen wegen den Spenden was anderes. Was ich positiv finde, ist, dass wir jetzt endlich eine Aktion haben, Österreich hilft Österreich. Wir helfen unseren eigenen Landsleuten und nicht immer Österreich hilft der Ukraine, Österreich ist Nachbar in Not. Nein, ich bin endlich dafür, dass man auch den eigenen Landsleuten einmal hilft. Daher finde ich diese Aktion Österreicher für Österreich, für die Hilfe der Flutopfer, bin ich ganz begeistert davon. Aber man muss auch mal den eigenen Landsleuten helfen und nicht immer nur denen, die ein paar tausend Kilometer entfernt sind und einen Krieg führen, der uns nichts angeht. Da stimme ich Ihnen zu. Österreich ist ein gutes Land mit guten Menschen. Das steht fest. Es gibt aber auch völlig überraschende Dinge in Österreich. So hat vor zwei Tagen die ehemalige Grünen-Chefin Eva Klawischnik, eine streitbare Person, ein Outing gemacht, das uns alle überrascht hat. Sie hat erzählt, wann und wie sie mit Herbert Kickl geschmust hat. Auch das gibt's. Mehr davon nach der Werbung. Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Im ersten Teil der Sendung sprachen wir darüber, wie Österreichs Jugend tickt, wie der Gagenstreit innerhalb der FPÖ wirklich eskaliert ist und vor allem eine Sommerloch-Geschichte, das muss man so bezeichnen. Eva Klawischnik, die ehemalige Grünen-Chefin und schöne, fesche Frau, hat erzählt, dass sie einmal mit Herbert Kickl, FPÖ-Chef, geschmust hat. Das hat natürlich viele überrascht. Herr Stefan, Herr Betzner, Schmusen zwischen Grün und FPÖ, was ist da los gewesen und was war da? Ja, vor allem die Parteichefin, nicht? Also der Grünen damals mit dem jetzigen. Nein, die kommen ja beide aus Oberkärnten und gingen beide ins gleiche Gymnasium, ins Spital an der Trau. Ne? Und es gibt ja den Standard-Schmäh der Kabarettisten, die mir gesagt hätten, wäre nicht alles ganz anders gekommen, also Kickl-Spitze, wenn die Eva Klawischnik den Kickl geküsst hätte. Jetzt wissen wir, dass es wirklich so war, ja, dass sich der Kickl trotzdem nicht geändert hat. Ich finde es ja lustig, dass man das im Rahmen dieses Spiels Flaschendrehen gemacht hat. Also wir haben das in meiner Jugend auch immer gespielt. Ich glaube, auch viele Leute werden es von zu Hause kennen. Und da sind oft ganz überraschende Dinge rauskommen. Also ich habe bei diesem Flaschendrehen zum ersten Mal einen Kuss bekommen, aber die hat mir gleich ihre ganze Zunge reingesteckt. Also das war dann ein bisschen zu viel und hat mir gedacht, na, wenn das Schmusen ist, dann gefällt mir das aber weniger. Ja gut, die beiden waren damals 14, sie gingen ins Gymnasium in Spital an der Drau und Stefan Betzner hat es gesagt, es war bei einer Party, Flaschendrehen hat man da gespielt. Angeblich blieb es bei diesem einen intensiven Kuss, sagt zumindest Eva Klawischnik. Herbert Kickl hat es nicht kommentiert, aber viele in den sozialen Netzen, da geht es momentan rund, kommentieren das. Auf der einen Seite sagt man, haben die Medien nichts anderes mehr zu berichten als diesen Schwachsinn.
Auf der anderen Seite, es muss auch manchmal ein wenig Amüsement erlaubt sein, oder? Ja, das sehe ich genauso. Das schadet ja nicht. Und ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mal eine Sommerlochdebatte. Das wäre auch auf der Titelseite während der Legislaturperiode, glaube ich. Und das, was halt komisch ist, wenn irgendeiner von uns jetzt deutsche Freunde hat, wie erklären wir unseren deutschen Freunden, dass ganz Österreich jetzt über den Kuss von zwei 14-Jährigen redet? Also wir sind teilweise schon ein bisschen ein Clownland, leider Gottes. Aber zum Kuss, da kann man halt eins sagen, das muss wahrscheinlich der schlimmste Kuss in der Geschichte der Menschheit gewesen sein. Ja, die eine ist linksradikal geworden, der andere rechtsradikal nach dem Kuss. Also bist du narrisch. Sind wir froh, dass wir da nicht anwesend waren. Also ein war ja eine Party, da sagen die andere vielleicht andere angemeldet, da waren sicher andere auch dabei, vielleicht meldet sich da der eine oder andere zu Wort. Aber Herr Kern, ja, da muss man erstens klarstellen, Clownland sind wir sicher nicht. Und zum Zweiten, ich glaube, dass es die Leute, ja, es gehört da ein bisschen eine Gaude her, wo eh so schwierige Zeiten sind, man darf trotzdem lachen und sich amüsieren, man soll sogar. Und die Geschichte ist lustig, ja. Es sorgt für heftige Diskussionen, es ist eine kleine Sommerromanze, nicht? Das kennt ja jeder, im Sommer gehen die Gefühle hoch, ja? Wenn wir da in Urlaub fahren und zu einem italienischen, was weiß ich was, Feschak sehen oder so. Ja? Also ich finde, das ist eine schöne Geschichte, Liebesgeschichten und Heiratssachen. Und die Frau Glambischnik hat ja dann auch gesagt, hat ja vom Kickl als ihr Herzblatt gesprochen. Was? Also ich weiß nicht, was da wirklich gelaufen ist. Das habe ich nicht mitbekommen, als Herzblatt. Ja, die ältere Generation, oh Gott, auch noch die Sendung kennen von Rudi Carell, hier ist ihr Herzblatt. Mhm. Ja, also wir werden das nicht vertiefen. Vielleicht wird Herbert Kickl dazu irgendwann mal etwas sagen. Wir haben nachgelesen in der Schülerzeitung von damals und da heißt es eben, dass Herbert Kickl ein sehr fescher junger Mann gewesen ist, sehr sportlich, das ist er übrigens auch heute noch. Es hat ihn alles, was im Zusammenhang mit Militär stand, damals schon interessiert und Geschichte, aber das war es dann auch schon von dieser Romanze von zwei 14-Jährigen. Wir wollen dieses Thema abschließen und zu einem nächsten Punkt kommen. Die Comeback-Tour von Andreas Babler. Wochenlang hat man eigentlich relativ wenig vom neuen SPÖ-Chef gehört. Jetzt heißt es, die Tour durch Österreich, 94 Gemeinden will er besuchen, startet jetzt und sie startet im Burgenland. Und das heißt, der Start erfolgt gemeinsam mit Hans-Peter Doskozil. Das ist ja schon erstaunlich. Also ursprünglich hat es geheißen, nein, gemeinsam werden die überhaupt nichts machen, schon gar nicht gemeinsam eine Pressekonferenz. Jetzt großes Treffen mit einer Comeback-Tour im Burgenland. Überrascht Sie das, Herr Kern? Gar nicht mal so. Also ich habe das ja auch gesagt, dass der Herr Doskozil sich dann zurückziehen wird und sich daran hält. Weil ich meine, wie würde es aussehen, wenn der Herr Doskozil jetzt gegen den einen Vorgänger geschossen hat, dann gegen die eine Vorgängerin geschossen hat und dann eine Wahl sich gestellt hat, die er dann verloren hat? Ganz offensichtlich, muss man leider Gottes sagen, und dann weitermacht. Also das geht ja gar nicht, dass er jetzt weiter diesen Kurs fährt. Und ich würde mir wirklich wünschen, am nächsten Parteitag, dass ein Herr Dornauer sich aufstellen lässt und dort dermaßen abgewatscht wird von den Delegierten, damit eventuell auch der Herr Dornauer alles für sich behält. Der Herr Dornauer, das nur zur Erklärung, ist der SPÖ-Chef aus Tirol. Genau, der durch die Flinter im Porsche aufgefallen ist oder die Romanze mit einer Rechtsradikalen und 20 Jahren. Die Partei völlig neu aus. Ganz genau, und so was Migration er tun soll. Ist ein wichtiges Thema. Ja, ne? Zu Koalitionsbedingungen hat er alles versucht aufzudrücken, aber ja, es ist halt aus einem nicht so großen Burgen das Land mit einem nicht so tollen Ergebnis und der sollte eher einen Doskozil machen und auch die Partei unterstützen. Dass der Babler jetzt weg war, entschuldigen Sie, der Herr war auf Urlaub, es ist Sommer, ich glaube, das kann ihm wirklich war sehr lange auf Urlaub, nehmen. Einem Luxusurlaub, er hat überhaupt ja, Fotos gepostet. Entschuldigung, ich muss man auch mal dazu sagen. Ja, also ja war sie sind einfach ein Hasstreiber. Kein Massentourismusstand. Naja, es soll nur wieder zeigen, dass der angebliche Arbeiterkämpfer dann auf Luxusurlaub in Griechenland ist. Ja, und er ist ein Arbeiterkämpfer, trotzdem kann er trotzdem nach Griechenland fliehen. Und er war nicht auf einem Luxusurlaub. Weil er jetzt mal betont, wo seine Geschichte, woher ist das nicht unter ihm? Er war
Schöpfer und so weiter. Nein, es ist einfach er darf sich jetzt nicht leisten. Es ist einfach unehrlich. Zweitens, soll er alles am Kloster spenden? Oder? Nein, ich meine, also, was machen jetzt einfach ein stumpfer Populismus? Wir müssen dort auch eines dazu sagen zum Urlaub. Es waren 2 Wochen. Ja. Und wo er gewesen ist, ob in Griechenland oder in Kroatien, wissen wir nicht. Es hieß nur in seiner Erklärung, er sei mit dem Bus dorthin gefahren. Ich glaube nicht, dass man mit dem Bus nach Griechenland fährt. Das ist ein langer Weg. Es ist ein sehr weiter Weg. Und wie Sie eben gesagt haben, jeder kann Urlaub machen. Aber man hat auch so seine Stellvertreter, die sich in die politische Diskussion trotz Abwesenheit einmischen können. Ja, das ist nicht passiert. Das ist ein großer Punkt, leider Gottes. Und niemand hat eine Ahnung, wer die Bundesgeschäftsführer sind bei der SPÖ. Und die müsste man kennen. Also es ist auch so, was ich gehört habe, sie haben sich noch nicht wirklich gefunden drinnen. Und langsam aber sicher wird es dann doch Zeit, dass jeder weiß, was seine Aufgaben sind. Und das ist intern noch überhaupt nicht passiert, leider. Es sind noch ein paar Leute im Äther, im Nimbus, schweben die herum. Und das wird sich jetzt aber ändern, nehme ich mal an. Nach der Comeback-Tour wird man sich organisatorisch da jetzt komplett neu aufstellen und nach diesen 100 Tagen schon Frist, die jetzt dann aber bald um sind. Ja, der Herr Petzner lacht schon wieder. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Die nur Sie ausgerufen. Die gibt es für Sie mich. Ausgerufen haben und sonst niemand. Aber zudem 3 Punkte kurze. Ja. Erstens, was die Doskozil-Startgeschichte betrifft, gibt es eben verschiedene Meldungen. Man hört von Kärnten, wo er dann sein wird, man hört auch von Oberösterreich, wo er dann sein wird, dass es jeweils immer eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem jeweiligen SPÖ-Chef des Bundeslandes geben wird. Mhm. Die, soweit ich gelesen habe, soll im Burgenland nicht stattfinden, würde ich auch als Stratege für klüger halten. Weil da kommen alle Medien und Fotografen nur hin, um von Neuem die 2 Gegner einzufangen und die 2 zu fragen, was sagst du jetzt, was sagen sie über den und was sagt der eine über den anderen und so weiter. Und hätte überhaupt negative Schlagzeilen. Gut wäre. Zweitens, das ist wichtig, diese Sommertour, man hat eben schon lesen können, was er macht. Er taucht in allen Landesgruppen auf, er macht eine Pressekonferenz mit den jeweiligen Vorsitzenden und so weiter. Das heißt, er bewegt sich immer in den eigenen Reihen, bei den eigenen Leuten und das ist immer das Problem. Unsere Leute, wie er gesagt hat. Und er kommt nie raus zu den Wirklichen. Das nennt man im Campaigning den sogenannten Pinguin-Effekt. Pinguin selber deswegen, weil jeder Pinguine kennt, wenn Pinguine unterwegs sind, sind die hoffenweise zusammen unterwegs, das ist ein Gruppenvolk. Daher auch der Name Pinguin-Effekt, weil der jeweilige Chef, in dem Fall der Babler, nur von eigenen Leuten umgeben ist, nur von SPÖ-Mitarbeitern, Unterstützern und so weiter. Pinguin-Effekt, aber nie zu den wahren Leuten rauskommt. Und die überhaupt keine Chance haben, einmal mit ihm zu reden. Ein einfacher Arbeiter, eine Mindestpensionistin. Ja? Die kommt gar nicht durch, weil der Herr Babler nur von eigenen roten Pinguinen umgeben ist. Also diese Tour, die er durch Österreich ankündigt, wird dem mehr schaden als nutzen, wenn sie so läuft, wie sie vorgestellt wurde. Ja? Also da muss ich sagen, dass das bei anderen Parteien genauso ist und dass so eine Tour natürlich auch sehr stark dazu dient, die eigenen Genossen jetzt ein bisschen zu motivieren und zu schauen, dass die sich wieder einbekommen und dann auch motiviert sind, etwas für die Partei zu tun. Das ist auch gut und logischerweise sind die normalen Leute, die anderen Nicht-Parteimitglieder jetzt nicht ausgeschlossen und da werden doch einige zu den Veranstaltungen kommen. Aber man kann natürlich alles schlecht reden, wie der Herr Petzner. Ja, aber trotzdem ist natürlich interessant, dass es im Vorfeld eben die Meldung gegeben hat, dass man nicht gemeinsam auftreten wird und jetzt hat Babler heute bekräftigt, dass es eine gute Zusammenarbeit mit Doskozil gibt, dass man ständig miteinander telefoniert und die Tatsache, dass es keine gemeinsame Pressekonferenz geben wird nach dem Besuch in Burgenland, sei völlig frei erfunden, sagte Babler. Ja, gespielte Normalität oder echt? Ja, gespielte Normalität. Ja, gut, das ist ein Thema. Aber wir werden sehen dann. Ja. Wir werden sehen und dann nachher bewerten, wenn die Tour dann endgültig losgeht, was wirklich und tatsächlich erreicht wird. Entspannt, ja. Ein anderes Thema, das Österreich momentan wirklich bewegt, nicht nur Österreich, sondern eigentlich weltweit,
ist die Todestragödie am K2. Der K2 ist der zweithöchste Berg der Welt. Und jedes Jahr im Sommer tummeln sich dort Hunderte, wenn nicht gar Tausende Bergsteiger. Sie zahlen 20.000 bis 60.000 Dollar, um dort in den Basiscamps zu sein und vielleicht einen guten Tag erwischen zu können, wie wir sie mit Helfern, mit Sherpas und mit Trägern den Gipfel erreichen. Und dort hat sich Folgendes zugetragen: auf 8.200 Meter Höhe ist einer dieser Träger, ein Pakistani, abgestürzt, ins Seil gefallen und er wurde einfach nicht geborgen. Obwohl der Mann noch gelebt hat, ließ man ihn zuerst im Seil hängen, dann zog man ihn zurück auf jene schmale Stelle, von der er abgestürzt ist, und Dutzende Bergsteiger sind über den sterbenden Mann hinweggetreten. Man hat ihm nicht geholfen, schon gar nicht heruntergetragen. Jeder derer, die dort unterwegs gewesen sind, wollte unbedingt am Gipfel. Das Schicksal dieses Mannes hat die Leute nicht interessiert, die Bergsteiger. Haben Sie das verfolgt, was da geschehen ist am K2? Ja, ich habe es verfolgt und das ist einfach schockierend und ekelig, anders kann man das gar nicht bezeichnen. Ich komme ja selber aus den Bergen, wir haben auch eine eigene Almhütte, die man übrigens auch mieten kann. Unser Hof liegt auch über 1000 Meter schon. Wo ist diese Almhütte? Im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet. Ja. Also wem es interessiert, mir eine Mail schreiben. Nein, aber ernsthaft. Also ich kenne auch solche Typen, ja, die so fanatisch richtig sind, ja, und dann einen Berg nach dem anderen erklimmen wollen, gar nicht mehr die Natur genießen und das alles anschauen, sondern die nur immer rauf, rauf, rauf wollen. Wie Sie gesagt haben, dann auch tausende Dollar dafür zahlen, damit sie in ihrer Sammlung mehrere bestiegene Berge, die sie bezwungen haben, so heißt das ja dann immer, wie bei einem Stierkampf, ja, in ihr Tagebuch reinschreiben können. Und das für solche ja, völlig sinnlosen Gipfelsiege sogar Menschenleben in Kauf genommen werden, das ist absolut unfassbar. Also, dass die dann alle über den drüber steigen, auf den Gipfel raufzukommen, ist unglaublich. Und man muss ja wissen, dass diese Sherpas teilweise sogar mit nackten Füßen da rauflaufen. Und für deren Job es ist. Ja, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich gelesen. Habe ich gelesen. Ja, aber das auf 8200 Meter geht niemand barfuß. Da hast du einen Frost also bis nach 10 Minuten. Das gibt es nicht. Ja. Ich habe es in einem Fach. Ja. Aber schlecht ausgerüstet. Sei auch dahingestellt, schlecht ausgerüstet, einigen wir uns darauf. Und vor allem mit schwerem Gepäck, nicht, weil die müssen ja das alles tragen für die Leute, die da raufkraxeln wollen. Ja. Für Reinhold Messner, die Bergsteigerlegende, ist das, was am K2 geschehen ist, ein absolutes Armutszeugnis für den Alpinismus von heute. Messner nennt das Pistenalpinismus, also Stau am Berg, nicht nur am K2, den zweithöchsten, sondern auch am Himalaya. Haben Sie auch verfolgt, was da geschehen ist? Ja, natürlich, das habe ich verfolgt und auch die Videos gesehen. Und es ist natürlich schrecklich, nur man muss sagen, dieser Gepäckträger, war einfach komplett schlecht ausgerüstet und hatte absolut null Erfahrung. Das war ein armer Hund mit drei Kindern und eins davon krank mit Frau zu Hause. Der brauchte dringendst Geld und das hat halt am meisten gezahlt. Und der ist komplett unvorbereitet dann an das Ganze rangegangen. Ihm ist ein Fehler unterlaufen. Und was mich am meisten wundert, dass es da solche Kameradenschweine gibt. Weil wenn du selber Gepäckträger dort bist und dir etwas passiert, musst du dich doch darauf verlassen, dass die anderen dir helfen. Also gut, diese Amateurbergsteiger, die einfach ein paar Tausender gezahlt haben, um ein paar Fotos zu schießen und zu sagen, sie haben den K2 erklungen,
dass die da nicht geholfen haben. Die haben das vielleicht nicht gesehen, die waren schneeblind, haben natürlich überhaupt keine Erfahrung, wenn sie das erste Mal dort sind. Also das ist natürlich leicht zu sagen, dass die hätten helfen müssen. Nur wir sind da in einem sehr warmen Raum, uns geht's gut und wir sind da nicht auf einem Berg, wo ein Schneesturm herrscht, wo es eisig ist. Also denen mache ich jetzt nicht so extreme Vorwürfe, aber eben dieses Kameradenschweinetum dort, das ist, was mich am meisten schockiert hat. Und etwas muss ich sagen, eine Freundin von mir ist dieses Jahr auch den Mount Everest bestiegen. Lustigerweise gestern habe ich mit ihr telefoniert, aber sie nicht darüber gefragt, über das Thema. Und die hat auch sich verletzt, die hat sich irgendetwas getan beim Knöchel und musste dann auch versorgt werden. Und die hat glücklicherweise Hilfe bekommen. War halt eine weiße Europäerin und die anderen Bergsteiger haben mir dann geholfen, logischerweise. Und das Erstaunliche ist, die musste dann in so einem Basiscamp ein paar Tage rasten, damit sich das alles wieder einkriegt, damit sie wieder gehen konnte. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, pro Nacht musste die mindestens 3.000 Euro zahlen, nur für einen Platz in diesem Bergcamp, Basiscamp. Also die Leute, die das machen, die haben echt viel zu viel Geld. Und das ist halt, ja, sie war jetzt auch nicht sonderlich trainiert, hat den Gipfel nicht erklommen, aber halt ein paar Basiscamps. Und das sind halt diese Leute, die sowas machen. Und dass die da jetzt ihr Leben nicht riskieren, wenn sie eh nicht wissen, kann man den überhaupt noch retten, das ist leicht, den Finger zu zeigen auf die. Ja, sie versuchen es ein bisschen jetzt zu verharmlosen oder gar so zu tun, als sei der selber schuld. Na, sie hätten 100% nicht geholfen, Herr Betzner. Und sie würde ich da auch in Schutz nehmen, wenn sie das nicht getan hätten. Also ich steige auf die Berg rauf, sie nicht, also ich weiß schon. Trotzdem muss man eines sagen. Ich gehe auch warm dann. Trotzdem. Man muss dazu sagen, darf ich einmal, auch das, das ist wirklich ein Problem mittlerweile, dass das eine Riesengeschäftemacherei geworden ist. Ja, das erinnert mich an dieses U-Boot zur Titanic, wo wir auch diskutiert haben, ne? Die, wo Leute nur runter wollen, damit sie überall sagen können, ich habe die Titanic gesehen und da Lebensrisiko in Kauf nehmen und jetzt irgendwelche gestorben sind. Dort ist das gleich, die riskieren alles. Dann hast du wirklich einen Gipfeltourismus mittlerweile, wo die in Schlangen ja, sich darauf zwängen. Das hat mit Alpinismus, mit Bergsteigertum überhaupt nichts mehr zu tun. Der Reinhold Messner hat das eh gesagt, wobei ich beim Herrn Messner dazu sagen muss, dass er ja bei der Besteigung des sogenannten Nanga Parbat, ja, sein Bruder verunglückt ist und bis heute es Vorwürfe gibt oder es ungeklärt ist, ob nicht hier etwas in Kauf genommen wurde, um diesen großen Gipfelsieg, der damals ja auch medial entsprechend Niederschlag gefunden hat, zu erreichen. Ja, Willi Steindl, ein Hotelier aus Tirol und ein Hobbybergsteiger, der war gerade zu dem Zeitpunkt, wo dieses Todesdrama am K2 passiert ist, eben am Berg. Wir haben mit ihm heute gesprochen. Er hat geschildert, was da passiert ist. Es gab Drohnenaufnahmen, die sein Kameramann gemacht haben von diesem Unglück. Darauf sieht man genau, dass der pakistanische Träger noch gelebt hat, als er kopfüber im Seil hing und dann wieder zurück raufgezogen wurde. Aber auch Willi Steindl sagt im Interview, man konnte nicht klar sagen, ob der Mann gerettet werden hätte können oder nicht. Was ihn allerdings so sehr erschreckt, ist eben dieser Egoismus am Berg und es gibt die gelebte Solidarität auch in der Höhe nicht mehr. Danke vielmals, meine Herren, für diese Diskussion. Danke Stefan Betzner und danke Nico Kern. Vielen Dank, schönen Abend. Schönen Abend noch, danke.